Hallo, herzlich willkommen, liebe Funkfreunde. Ich habe euch heute mal ein neues Gerät mitgebracht der Firma Jaesu, ein FTM 100DR in der europäischen bzw. in der deutschen Ausstattungsvariante. Bei dem Jaesu-Gerät handelt es sich um einen kleinen Mobiltransceiver in der 50 Watt-Klasse. Das Gerät ist ein Dualbandgerät, 2 Meter 70 Zentimeter. In den Leistungsstufen 50 Watt, 20 Watt und 5 Watt. Das Gerät verfügt im Display, was man abtrennen kann über einen eingebauten GPS-Empfänger, 66-Kanal-GPS-Empfänger. Das Gerät kann APRS, das Gerät kann FM und C4FM und liefert mit einem kleinen Separationskabel, Mikrofon, Stromversorgung und Programmierkabel. Das Gerät ist im Handel für ca. 300 Euro zu erwerben. Wie gewohnt von Jaesu ein entsprechender Karton. Systemfusion 2 kompatibel. Kann also zwischen C4FM und FM vollautomatisch umschalten. Man muss da nichts programmieren, nichts einstellen. Man gibt sein Rufzeichen ein am Anfang und das Gerät entscheidet dann automatisch, habe ich ein FM-Relais, sende jetzt in FM, habe ich C4FM, wird es eben digital gesendet. Also relativ einfach. So, wir machen das mal auf. Ziehe ich so mal raus. Kartonage packe ich zur Seite. So, was haben wir denn hier? Einmal Bedienungsanleitung. Nehme das hier mal weg. Einmal eine Bedienungsanleitung inklusive. Irgendwas drin. Irgendwas ist hier. Ah ja. Ja, ESU-Aufkleber. Bedienungsanleitung. Garantiedaten. Das ist einmal das. Garantieschein auch noch dabei. Kommen wir mal zu dem Zubehör. Das ist einmal ein Programmierkabel, befindet sich bereits im Lieferumfang. USB-Schnittstelle und ein Mini-DIN-Stecker hinten dran. Programmierkabel ist also auch mit dabei. Einmal ein Mikrofon. Ja, Standardmikrofon von Jaesu. Kennt man von den anderen Jaesu-Geräten. Also auch mit dabei. Das Stromversorgungskabel. Packen wir das auch mal schnell aus. Stromversorgungskabel, Standardstecker. Die Kabelenden sind ohne Stecker, so wie ich das hier sehe. Ich sehe sie jetzt gar nicht. Zwei Sicherungen sind drin. Keine Störfilter oder sowas. Ich sehe jetzt die Kabelenden nicht, aber es sind definitiv keine Stecker dran. Also müsste man dann selber mit Powerpole oder sein bevorzugtes Steckersystem entsprechend anlöten oder ankrimpen. So, jetzt ist noch ein Haltebügel dabei. Ein Haltebügel für das Display inklusive einer Schraube zum Befestigen ist dabei. Diverse Schrauben. Mikrofonhalterung ist dabei. Nochmal diverse Schrauben. Dann ist hier einmal ein
Klinkenstecker, ach, ein Klinkenstecker-Adapter dabei. Das ist ein Adapter. Ersatzsicherungen sind natürlich mit dabei. Und ein Separationskabel. Man kann das Display getrennt vom Gerät im Auto anbringen. Allerdings hat sich ja ESO damit keine Freunde gemacht. Ich mache das mal schnell auf hier. Dieses Separationskabel ist 3 oder 4 Meter lang. Ich kriege so ein Separationskabel mit 3 oder 4 Metern in eigentlich seltensten Fällen im Auto verlegt. Wenn ich das Gerät hinten im Kofferraum habe, habe ich keine Chance mit 3 oder 4 Metern das Gerät entsprechend anzuschließen. Steckernorm ist vierpolig, das müsste RJ10 sein oder 4C4P. Kann man sich eventuell selber nochmal krimpen, aber das ist auf alle Fälle nicht der große Wurf von Yaesu. Bevor ich jetzt das Hauptgerät auspacke, nehme ich mal die ganzen Schrauben weg, um ein bisschen Platz hier auf meinen Tisch zu schaffen. Schrauben ist, denke ich mal, nicht das Wichtigste. Das interessiert euch nicht so sehr. Mikrofon, Stromversorgung lege ich auch erstmal zur Seite. Dieses Kabel, das lege ich auch erstmal zur Seite. Und das ist das Hauptgerät. Das ist das Hauptgerät, FTM100, vorne relativ großes Display. Wie gesagt, es ist ein Dual-Bandgerät, das heißt 70 cm und 2 Meter, ist aber kein Duo-Bandgerät. Das heißt, ich kann immer nur ein Band gleichzeitig nutzen, entsprechend auch bei APRS. Ich kann also nicht, wie es bei Duo-Bandgeräten ist, einmal APRS nutzen und gleichzeitig FM 70 cm oder 2 Meter oder wie auch immer nutzen. Das wäre dann beim FTM 400, wenn wir mal markentreu bleiben, beziehungsweise Kenwood, bekanntester Vertreter, wird ja das TMD 710 sein, was das problemlos beherrscht. Dieses Gerät ist, wie gesagt, kein Duobander. Von der Hinterseite fällt natürlich sofort auf eine PL-Buchse. Warum da eine PL-Buchse verbaut ist, ob das vom amerikanischen Markt herkommt oder ob das irgendwelche anderen, ja, sinnigen oder unsinnigen Bedingungen hat. Normalerweise hätte ich mir hier eine N-Buchse gewünscht. Das Vorgängermodell hatte auch eine N-Buchse, wenn ich mich richtig entsinnen kann. Hier ist eine PL-Buchse dran. Der Lüfter ist mit Gummi nochmal hier nicht gefedert, aber zumindest abgedichtet. Hier hinten sind entsprechende Buchsen für externe Lautsprecher und Datenbuchse. Die Stromversorgung mit den üblichen Steckern. Hier ist eine Gummiversiegelung drauf. Hier sind Schalter dahinter, um Firmware flashen zu können. Lautsprecher oben. An der Seite entsprechend die Bohrung für die Haltefüße, Halterung. Das Display entriegeln kann ich hier machen. Das klingt dann aus. Hier habe ich ein kurzes Verbindungskabel dran. Das kurze Verbindungskabel kann ich hier auch abtrennen. Und kann dann mein Separationskabel dran stecken, wenn ich das möchte. Steckplatz für eine SD-Karte, um GPS-Aufzeichnungen zu machen. Stecker für Mikrofon, Stecker für Display-Einheit. An der Display-Einheit selber, typischen Tasten, ein Ausschalter, VFO-Knopf, Lautstärke-Knopf und die ganzen Funktionstasten, das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen. Schauen wir uns mal ganz kurz hinten an. Hier ist eine Verschraubung. Damit kann ich dann meine Halterung, die ich hier habe,
Das wäre dann Klebepad. Das wäre diese Halterung. Die kann ich dann ganz bequem hier anschrauben und kann mir das Gerät dann im Fahrzeug irgendwo verbauen. Auch die Buchse für das Separationskabel bzw. das Datenkabel vom Gerät und auch hier so eine Gummiversiegelung, wo ich dann entsprechend einen Schalter drunter habe zum Flashen der Firmware des Gerätes. So, ich passe mal schnell wieder zusammen. Wie gesagt, das müssten RJ10 Stecker sein. Klack, klack, rast mal ein. So. Von unten, ja, entsprechend Kühlrippen, kennt man auch von den Vorgängergeräten, sollte eigentlich ausreichen. Ne? Ja, so, das sollte es gewesen sein. Ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen unter dem Video. Falls ihr Fragen habt, das Gerät wird verbaut in mein Fahrzeug. Das heißt, das Gerät werde ich auch längerfristig nutzen. Mal schauen, wie ich es mit dem Separationskabel mache. Es ist ja nicht nur das Separationskabel vom Gerät zum Display. Das Display selber, also die Display-Einheit, hat leider, ich nehme es doch nochmal ab, hat leider keine Anschlussmöglichkeit für das Mikrofon, wie es bei den Vorgängermodellen war. Das heißt, das Mikrofon muss auch vom Hauptgerät immer mit nach vorne geführt werden. Mit Separationskabel verkauft ja eh so 6 Meter sind das dächtig. Separationskabel kann man im Zubehör nochmal kaufen mit diesen kleinen RJ10 Steckern dran. Circa 40 Euro. Mikrofonverlängerungskabel gibt es natürlich auch. Die kosten dann auch nochmal 35 Euro. Das Mikrofon, das zeige ich euch auch nochmal. Die Stecker sind 6-Pin-Stecker. Hoffe, man erkennt es. Man könnte sich da vielleicht mit einer Crimpzange und ein paar Steckern auch Separationskabel relativ gut selber bauen. Eventuell noch ein Klappferrit bei den längeren Kabeln vorne und hinten drum machen. Sollte auch gehen. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, das Video. Hinterlasst einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte habt, schreibt es mir natürlich auch gerne. Ihr könnt das Video gerne teilen. Ich wünsche euch viel Spaß am gemeinsamen Hobby und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.